Kennt ihr das? Ihr seid hochmotiviert, etwas Neues auszuprobieren. Doch auf dem Weg zur Ausführung fängt euer Kopf an, euch daran zu hindern. Wieso willst du das überhaupt lernen? Du bist doch viel zu alt. Hä? Du weißt schon, dass es da draußen Leute gibt, die viel besser sind als du? Das ist einfach peinlich. Was ist, wenn jemand dich auslacht? Willkommen in meinem Kopf. Schon als ich klein war, haben mich Bücher unglaublich fasziniert. In andere Welten tauchen, die Geschichten lesen über Hexen und Monster und Drachen und Kriegerinnen. Auch heute lese ich noch gerne Fantasy-Bücher und tauche auch super gerne in Computerspiele ab. Ich habe mit 7 Jahren meine erste Geschichte geschrieben. Es ging um einen Fuchs, der entführt wurde von einem anderen Fuchs und von einem anderen Fuchs wurde er aber wieder gerettet. Irgendwie so. Ich muss meine Mutter mal fragen, sie hat bestimmt noch ein Exemplar davon. Das ist nämlich schon viel zu lange her. Jedenfalls, diese Geschichte habe ich selbst geschrieben mit 7 Jahren. Okay, also dementsprechend war auch meine Grammatik. Und ich habe auch Bilder dazu gemalt. Das Ganze habe ich dann einfach auf normalem DIN A4-Papier verfasst, auch die Bilder. Und habe das dann mit einfachem Kleber zusammengeklebt. Das habe ich dann 10-mal gemacht, denn so schlau, das einfach zu kopieren, darauf bin ich wohl nicht gekommen. Oder vielleicht war es auch einfach die Arbeit, die mir so viel Spaß gemacht hat. Diese 10 Kopien habe ich dann bei einem Straßenfest verkauft. Mit 12 Jahren habe ich angefangen, am Computer eine Geschichte zu schreiben. Ich hatte, glaube ich, mit 11 Jahren schon meinen ersten Computer. Den habe ich von meinem Vater bekommen. Da war Paint und Word drauf. Es war nichts Spannendes. Meine Geschichte handelte von Drachen. Es hieß Das Tal der Drachen. Ich war so confident, dass die Sachen, die ich geschrieben habe, auf eine Diskette, meine Damen und Herren, eine Diskette. Also ich habe die Geschichte auf eine Diskette gedruckt und sie meinem Deutschlehrer gegeben, weil ich wissen wollte, was er dazu sagt. Ja. So confident war ich dann sehr, sehr lange nicht mehr. Erst wieder mit 25, da habe ich mich ein bisschen was getraut. Mit 25 habe ich mich dann für ungefähr einen Monat, nein, es war kein Monat, für 2 Wochen ein bisschen committed und gesagt, hey, ich habe total Lust, Geschichten zu schreiben, also let's go. Und ich habe sogar eine eigene Website, okay, gehabt und die hieß Valley of Tales. Und wenn ihr das heute noch googelt, dann findet ihr sogar ein Bild von einer Geschichte, die ich geschrieben habe und ein Bild auch von mir. Lala. Wie das Schreiben, so hatte ich auch andere Themen, die mich besonders berührt hatten und ich aber leider nicht weiter verfolgt hatte, weil ich Angst davor hatte zu versagen oder bestimmte Themen mit bestimmten Fähigkeiten verbunden hatte und der Meinung war, dass du das ja dann nur machen kannst, wenn du das auch gelernt hast. Zum Beispiel Astronomie. Ich weiß, das klingt jetzt kitschig, aber wenn ich an das Universum denke und Planeten und physikalische Gesetze, dann habe ich da so einen Funken in mir und würde mich super gerne weiter damit beschäftigen. Aber um sich mit Astronomie beschäftigen zu dürfen, musst du ja gut in Mathe und Physik sein. Und das war ich in der Schule nicht. Also habe ich das abgetan. Das gleiche habe ich mit Kunst. Ich würde super gerne malen und ich habe so ein Bild im Kopf von einem Raum, in dem ich stehe und an einer Staffelei male und so eine Farbpalette auf der Hand halte und ha, aber auch das mache ich nicht, weil ich bin ja nicht kreativ und schlau genug dafür. Also überlasse ich das lieber den Leuten, die das können. Oh, oder tanzen. Ich kann echt nicht tanzen, aber ich würde so gerne zum Beispiel Hip-Hop oder andere Tanzstile. Voll Bock drauf, aber ich bin ja nicht beweglich genug dafür, weil ich mir selbst im Weg stehe. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir alle Interesse in uns haben, kleine Funken, und wir müssen anfangen, fucking Feuer daraus zu machen. Einfach mal einem Gefühl oder einem Interesse nachgehen und sehen, wo es einen hinführt. Sich da auch mal durchbeißen, wenn die anfängliche Euphorie nachlässt und man ein bisschen mehr tun muss, als nur Lust drauf haben. Denn nur weil mir ein Thema viel bedeutet oder ich ein Interesse daran habe, heißt es nicht, dass all das Wissen und die Fähigkeiten mir in den Schoß fallen werden. Es ist nicht leicht, vielleicht ist es leichter, weil man Interesse daran hat, aber es hat auch ein bisschen was mit Arbeit zu tun. Scheiß auf die Noten, die wir in der Schule bekommen haben, denn die sagen absolut nichts über unsere Interessen oder Fähigkeiten aus. Mir ist auch klar, dass es in unserem Alltag nicht immer leicht ist, einem Funken zu folgen, weil wir eben andere Verpflichtungen haben wie Arbeit, Schule, Familie. Aber selbst wenn wir uns vielleicht nur 10 Minuten am Tag nehmen und die darin investieren,
etwas für uns zu tun, weil das ist ja das, was wir damit tun, dann glaube ich, dass wir allein durch ihn glücklicher werden. Und 10 Minuten sind wirklich jetzt nicht viel. Und das dann auf, ich habe aber keine Zeit zu schieben, das ist eben das, was es am Ende ist, eine Ausrede. Ich werde mich jetzt um meinen Schreibfunken kümmern und ihn in ein Feuer verwandeln. Mal sehen, wo es mich hinführt. Vielleicht sage ich dann, nachdem ich mich eine Zeit lang committed habe, okay, cool, das hat Spaß gemacht, aber irgendwie ist es vielleicht doch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Oder ich komme davon gar nicht mehr los. Aber in beiden Fällen habe ich etwas für mich getan und bin eben diesem Interesse nachgegangen und habe diesen Funken nicht einfach erlischen lassen. Ich habe mir selbst Raum gegeben, mich selbst auch besser kennenzulernen. Hör nicht auf die negativen Stimmen in deinem Kopf, so wie ich es jetzt jahrelang getan habe, sondern geh da raus, sag den Stimmen, halt dein Schnauzen, ich mach das jetzt. Scheißegal, was es ist, kochen, tanzen, ein Instrument lernen. Ich glaube, dieser Mut wird sich am Ende auszahlen. Bis dahin, man sieht sich, wenn man sich sieht.